Fanny, hier ist nochmal die Mama. Rufst du mich bitte zurück, ja? Ja, ich auch. Nein, du holst doch die Würstchen auf dich, oder? Ja, eben. Ist doch so. Lisbeth! Oh. Nachricht hinterlassen. Fanny, hier ist nochmal die Mama. Ich wollte das. Hallo? Hallo, Fanny, ich. Wieder nix. Tschüss. Selbst. Wie oft haben Sie denn schon angerufen? So an die 20 Mal. 20 Mal? Ja, oder öfter. Dann ist jetzt die Mailbox voll. Ja, aber warum ruft sie denn nicht zurück? Wahrscheinlich hat ihre Tochter noch gar nicht abgehört. Ich hab's gewusst. Was haben Sie gewusst? Man hört so viel Schlimmes. Lisbeth, Sie hören das Gras wachsen. Fanny Schumacher, geboren am 21.05.1989 in München. Wie lange ist sie schon weg? Seit 3 Monaten. 3 Monate? Ja, also sie macht ein Gastsemester in Italien. Ach so. Das ist auch das erste Mal, dass sie so lange weg ist von zu Hause. Also sie hat dann zum Glück privat ein Zimmer gefunden, weil in dem Studentenwohnheim da muss es ganz schrecklich gewesen sein, so mit Mülleimern auf den Etagen und da weiß man ja auch, dass... Frau Schumacher, bitte. Ja, also auf jeden Fall ging es ihr dann viel besser und jetzt habe ich seit 4 Tagen nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht ist der Akku von ihrem Handy leer oder sie hat es irgendwo liegen lassen. Nein, ich habe es ja auch auf dem Festnetz probiert. Hat sie denn Probleme? Wie Probleme? Nehmen Sie Drogen, psychische Erkrankungen, Liebeskummer? Nein, auf gar keinen Fall. Die meldet sich schon, hm? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Frau Schumacher, Ihre Tochter ist erwachsen. Ihrer Aussage nach geistig voll zurechnungsfähig und sie gehört keiner gefährdeten Personengruppe an. Außer Sie haben mir jetzt etwas verschwiegen, was ich unbedingt wissen sollte. Nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme um 11.30 Uhr in Urbino am Busbahnhof an. Kannst du mich bitte abholen, wenn das geht? Ich bin ganz durcheinander, weißt du, hoffentlich ist dir nichts passiert. Also, wenn du nicht da bist, dann fahre ich zu dir in die Wohnung. Dein Handy aus, wir hätten mich beinahe nicht gefunden, Mensch. Wir? Ja. Das ist Luca. Schön, dass du da bist. Luca, das ist meine Mutter Lisbeth. Ja, dann bringen wir erstmal deine Sachen nach Hause, oder? Ja. Komm. Ganz schön steil. Wir sind ja gleich da. Also dann, bis später. Ja. Komm rein. Oh, Entschuldigung. Schön, dass du schläfst bei mir im Bett, ja? Mhm. Okay. Willst du kurz duschen? Ja. Frische Handtücher sind im Bad. Ja. Wie findest du ihn? Woher kann er denn so gut Deutsch?
Lukas' Mama ist Deutsche, aber die lebt schon lange hier. Fertig. Luca holt uns gleich ab. Wir sind heute Abend bei Carla zum Essen, ja? Wer ist denn Carla? Lukas, Mama, die wird dir gefallen. Ich dachte, wir haben erst mal ein bisschen Zeit für uns. Das gehört ja auch noch alles zur Uni. Studieren Sie auch? Ja, Jura im 8. Semester. Mama, jetzt mach's doch nicht so kompliziert. Sag doch einfach du, hm? Sie finden mich schrecklich. Ach, Quatsch. Hm, guck mal. Und passt doch gut zu deiner Jacke, hm? Nee, ich weiß nicht. Quanto viene? 20 Euro, was sagt man? Cosa? 20 Euro. No, non mi interessa. Posso trovare pelle vera questo presto? Wenn Sie sich was in den Kopf setzt, gibt es kein Nein. Vera plastica! Oh, ne, vera bella. Le do 4. 10 Euro. 5, non uno di più. 5. Wie lange kennt ihr euch schon? 6 Wochen. Ah. Unglaublich. Sie? Du hättest sie am Anfang gesehen sollen, total schüchtern. Und jetzt? Sie? Fast wie eine Italienerin. Va bene. Hey, ciao! Alles gut. Du bist da. Bene, bene. Mama! Hast du die jetzt gekauft? Ja, die ist schön für dich, finde ich. Sag mal, Fanny, wenn ihr euch jetzt erst 6 Wochen kennt und dann wohnt er schon bei dir? Luca hat auch ein Zimmer bei seiner Mutter, aber die meiste Zeit sind wir bei mir. Ich bin so glücklich, Mama. Signora, ci prende sciarpe che sono bellissime. No, no, grazie. Stanno bene con questa collana che... Basta così, basta così. No, grazie, grazie. Abbi pazienza, non puoi dare fastidio alla gente, però. Forza, fu. Sbamare, su. Darf ich euch Marco vorstellen, mein Onkel? Ah, so. Fanny, Elisabeth. Ciao. Elisabeth, Fannys Mutter. Molto lieto, signor. Danke. Deutschland. Aha. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Woher kommen Sie? München. Ach, Oktoberfest. Ja, viel Bier und Lederhosen. Mama. Ja, ist doch wahr, immer nur Oktoberfest, jetzt hätten wir nichts anderes zu bieten. Machen Sie Urlaub? Oh, nee, ich bin nur übers Wochenende hier wegen Fanny. Schade, ich habe bis Sonntag Nachtschicht. Sonst hätten wir mal essen gehen können. Oh. Ich muss weiter. Arrivederci. Er hat voll mit dir geflirtet. Hat er gar nicht. Hat er wohl, der hat dich sogar zum Essen eingeladen. Der hat uns alle zum Essen eingeladen. Nein, dich. Was hat sie denn? Fanny! Was ist, warum steigst du nicht einfach aus? Es geht nicht. Ah, ich glaube, ich weiß warum.
Sie wird dir gefallen. Alles in Ordnung? Ja. Luca ist wahrscheinlich beim Aussteigen auf die Kindersicherung gekommen. Ach so. Ja. Lisbeth, meine Mutter. Hallo, Carla. Schön, Sie kennenzulernen. Tag. Ich unterrichte an der deutschen Schule in Ancona. Leider nicht der nächste Weg, aber nach dem Tod meines Mannes wollte ich unbedingt wieder arbeiten. Kennen Sie Frankfurt? Nein. Wir waren für 2 Jahre dort. Für Luca war es toll, aber ich habe mich nie richtig wohl gefühlt. Die Deutschen haben, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, einfach kein Esprit und kein gutes Essen. Was machen Sie? Ich arbeite im Kreisverwaltungsreferat, Führerscheinvergabe. Und Ihr Mann? Heizungsinstallateur, aber wir sind geschieden seit 12 Jahren. Kann ich etwas helfen? In der Besteckschublade ist ein großer Holzlöffel. Wenn du mir den bitte gibst. Entschuldigung. Du kannst aufdecken. Sag Luca, er soll die Kristallgläser rausholen. Die Teller sind in der Vitrine im Esszimmer. Fanny ist wirklich bezaubernd. Ein bisschen unbedarft vielleicht, aber so sind seine Mädchen immer. Luca wohnt ja auch noch zu Hause. Zum Glück gibt es an der Uni in Urbino diesen neuen Studiengang, internationales Recht. Heutzutage reicht es einfach nicht mehr aus, nur eine Sprache zu sprechen. Können Sie ein bisschen Italienisch? Nö. Englisch eher. Ich kann Englisch. Luca hat gerade sein erstes Staatsexamen geschrieben. Manche Studenten brauchen ja ewig, bis sie fertig werden. Also das würde ich nicht durchgehen lassen. Heutzutage muss man sich schon ein bisschen anstrengen, wenn man was erreichen will. Was studiert Fanny nochmal? Architektur. Ah ja, es gibt ja so viele Architekten. Die meisten sind froh, wenn sie einen Job als Bauleiter bekommen. Auch kein leichter Job für eine junge Frau. Aber Fanny ist sehr gut. Also sie hat so gute Noten gekriegt, dass sie sogar ein Stipendium bekommen hat für Italien. Luca fängt am Montag mit seinem Tirocinio an. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Referendariat in einer sehr renommierten Kanzlei in Ancona. Jetzt kann ich ihn immer mit dem Auto mitnehmen. Möchten Sie noch ein Glas? Lisbeth, ti piace l'opera? Andiamo insieme. Also Sie sind Fannys Mutter. Ich bin der Paul, Carlas Untermieter. Und wir kennen uns schon länger. Und ich habe alle 14 Tage geschäftlich hier zu tun. Da hat mir Carla angeboten, hier ein Zimmer zu mieten. Naja, haben Sie schon alle kennengelernt? Nö, nicht wirklich. Wir sprechen ja alle Italienisch. Also da drüben, das ist die Cousine von Luca, die Nina mit ihrem Mann Francesco. Und das ist Carlas Schwager, Vittorio. Ja, meine Rechtsanwaltskanzlei. In Ancona? Ja, genau. Und wie seine Frau heißt, weiß ich nicht mehr genau. Teresa, Francesco, ich weiß es nicht. Miei cari, il mio breve discorso lo terrò in tedesco. Mama, ich möchte dir danken für das fantastische Essen, einen schönen Abend, den du wie immer mit größter Perfektion zu einem Erlebnis machst, aber auch für die letzten 23 Jahre. Liebe Lisbeth, Fanny ist das wunderbarste Geschöpf, das mir je begegnet ist. Sie ist klug, mutig und sie hat ihren eigenen Kopf. Aber gerade das bewundere ich so an ihr. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Das ist der Hammer. Nicht vergessen zu atmen. Noch vor 6 Wochen hätte ich jedem einen Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, dass ich diese Frage überhaupt jemals einer Frau stellen werde. Aber dann ist Fanny aufgetaucht und ich wusste, auf sie habe ich immer gewartet. Sie hat mich ein bisschen zappeln lassen. Aber vor 4 Tagen dann hat sie mir ein Ja gegeben. Wunderbar. Was
Grazie, l'overrascia. Lisbeth, congratulazioni. E benvenuta nella nostra famiglia. Congratulazioni davvero, Lisbeth. Benvenuta. Congratulazioni, Lisbeth. Entschuldige, dass ich dir vorher nichts gesagt habe, es sollte eine Überraschung werden. Ja, das ist auch eine Überraschung. Ich bin so glücklich. Fanny, können wir irgendwann mal in Ruhe reden? Willkommen in der Familie. Das ist alles ein bisschen plötzlich, oder? Ein Foto. Fanny. Ja. Nicht mehr fahren. Ich habe echt zu viel getrunken. Und Fanny? Besser nicht, schau mal raus. Wir können auch alle hier übernachten. Oh, ich habe gar nichts dabei. Es gibt auch Taxis. Ach was, um diese Uhrzeit dauert das doch ewig. Meine Mutter hat bestimmt Nachthemd für dich, ne? Kann Fanny eigentlich kochen? Ja, so das Übliche. Was heißt denn hier das Übliche? Ich hoffe, ihr ist klar, dass sie als Frau eines zukünftigen Rechtsanwalts ihren Mann zu unterstützen hat. Da muss man schon mal für 20 Leute ein Abendessen geben. Mama, jetzt lass das mal. Du hast auch immer gearbeitet. Ich habe deinen Vater immer unterstützt. Genau wie dich. Fanny und ich kriegen das schon hin. Die beiden haben doch keine Ahnung. Hast du schon ein Ticket? Ticket. Aha. Mama. Oh. Oh. Da sind noch 2 Euro. Mama, der Bus fährt gleich. Jetzt komm. Ja. Mama, pack den Geldbeutel gleich weg und behalte deine Tasche im Auge. Da wird gern mal geklaut, ja? Los, du musst. Ja. Schade, dass du schon wieder fahren musst. Aber ich kann auch noch eine Nacht bleiben und dann rufe ich einfach morgen im Büro an und sage, ich bin krank. Ich habe morgen Uni und ich glaube, ich muss erst mal meinen Rauscher schlafen. Habe ich gestern echt gesungen? Oh ja. Wann heiratet ihr jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Also Mama, ciao. Kommen wir bald nach München? Ja, ja, ja. Ciao, Lisbeth. Ja. Wiedersehen. Ich rufe dich an. Ja. Gut, tschüss. Schön, dass du da warst. Tschüss, mein Engel. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ho chiamato. Sì, ho lasciato il telefonino. Ho lasciato il telefonino lì in albergo. Sì.
No, no. Mi ha telefonato prima un suo collega, mi ha detto che ha portato il telefonino alla reception. Sì. Guardi, sto rientrando per prendere. Fanny, wir müssen reden. Komm. Warum hast du denn nichts erzählt? Habe ich dir doch schon gesagt. Wollte dich überraschen. Das ist doch Quatsch. Du hast immer alles erzählt. Sogar als du in deinen Mathelehrer verliebt warst, hast du alles erzählt. Und jetzt, wo du so eine lebenswichtige Entscheidung triffst, da rufst du nicht mal an. Freust du dich denn gar nicht? Warum müsst ihr denn gleich heiraten? Ja, warum denn nicht? Du solltest erst mal dein Studium fertig machen, bevor du dich für einen Mann aufopferst. Aufopfern, wie das schon klingt. Ja, ich weiß, wie das läuft, Fanny. Ach. Sobald ihr verheiratet seid, wird sich dieser verwöhnte Bengel ins gemachte Nest setzen. Was? Onkel mit Kanzlei in Ancona, da kann man ja leicht Karriere machen. Und du sollst an den Feinherren bedienen. Sag mal, spinnst du? Hast du nicht gemerkt, wie seine Mutter mit dir umspringt? Luca ist total anders. Ja, das dachte ich bei Karl-Heinz auch immer. Siehst du, Mama? Genau das ist der Grund, warum ich es dir nicht erzählt habe. Du willst es mir ausreden, nur weil du mit Papa so auf die Nase gefallen bist. Ich liebe Luca. Und seit wir uns kennen, haben wir uns jede freie Minute gesehen. Und jede davon war ich glücklich. Kein Streit, nichts. Ich bin noch nie jemandem so nah gewesen. Auch dir nicht. Das ist schön. Ja. Aber wenn ihr dann so 2 Jahre verheiratet seid, sieht alles vielleicht auch anders aus. So eine Ehe macht auch eng. Du gönnst es mir einfach nicht, oder? Das ist nicht wahr. Schau dich doch mal an. Fanny! Lass mich in Ruhe! Angestoßen, hm? Wo ist denn der Korkenzieher? Beim Besteck. Und die Gläser? Im Schrank links. Wenn sie über dem Herd hängen, werden sie ja fettig. Mama, das ist meine Küche. Ich hab's ja nur gut gemeint. Lass es einfach sein, okay? Ich brauch deine Hilfe nicht. Jedenfalls nicht so. Oh, jetzt hör auf zu weinen. Du weißt ganz genau, dass ich das hasse. Danke. Ciao, Luca. Ja, meine Mama ist wieder da. È scesa subito alla prima fermata. Komm runter.
Ich will dich küssen. Es ist mitten in der Nacht. Sonst fange ich an zu singen. Das ist Erpressung. Femina. Tu si de mala femina. Tu chiefa tu chanie. La crimifamita. Femina. Die Deutsche kommen zu. Ich komm runter, ich komm runter. Meine Mutter macht total Stress wegen der Heirat. Aber das war eh klar. Meine auch. Wieso, was hat sie gesagt? Ach. Carla nervt mich. Ich meine, ich weiß schon, wie ich mein Leben auf die Reihe kriege. Komm, wir fahren zum Rustico, oder? Das kann ich nicht bringen. Komm, wir sind so früh zurück, dass Lisbeth das gar nicht merkt. Fanny, Telefon! Hallo? Spreche ich mit Fanny? Nein, hier spricht Ihre Mutter. Ich dachte, Sie sind abgereist. Nein, ich habe was vergessen. Aha. Kann ich mit Fanny sprechen? Moment. Fanny! Das habe ich mir gedacht. Nachricht hat's auch? Keine hinterlassen. Luca ist auch weg. Er hat mein Auto genommen. Vielleicht ist sie Semmeln holen? Luca ist bestimmt mit Fanny in unser Rustico gefahren. Und das macht er mit seinen Mädchen meistens. Wohin? In unser Landhaus. Wir müssen unbedingt mit den beiden reden. Am besten, sie kommen gleich her. Nehmen Sie sich ein Taxi in die Via Minuccia 10 nach... Ascoli Piceno. Na was? Moment. Ich bestelle Ihnen eins. Was? Hallo? Was für eine unverschämte Person. Zu wickeln nach 6 Wochen. Das haben die anderen nicht nach 6 Monaten geschafft. Bitte? Ich habe zuerst gedacht, sie ist so ein naives Ding, aber nein, sie ist raffiniert. Sie will sich ihre Chance auf eine gute Partie nicht verpatzen lassen. Na, hören Sie mal, Luca hat Fanny einen Antrag gemacht. Ach, das heißt doch nichts. Wir wissen doch genau, wie man einen Mann dazu bekommt. Naja, sie vielleicht nicht. Diese Heirat ist eine Schwachsinnsidee. Er ist doch noch viel zu jung. Er hat doch gar keine Ahnung, was er sich da ans Bein bindet. Jetzt kommen Sie mal in die Gänge. Ist das Ihr Wagen? Natürlich nicht, der gehört Paul. Können Sie das Tor aufmachen? Wir können auch eine Nacht bleiben. Vielleicht ist deine Mutter ja verschwunden, wenn wir nach Hause kommen. Das kann ich nicht machen. Wem gehört denn das Häuschen eigentlich? Der ganzen Familie. Aber sie wollten schon verkaufen, weil es keiner so richtig nutzt. Wir könnten es doch mieten. Davon habe ich schon immer geträumt. Wir behalten meine Wohnung in der Stadt. Und im Sommer, wenn es so richtig warm ist, dann wohnen wir hier. Laden Freunde zum Grillen ein. Ich könnte Tomaten anpflanzen. Wusste gar nicht, dass du auf Landleben stehst.
Naja, das mit den Tomaten, das muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, wir können auch am Wochenende mal herfahren. Oder so wie heute für die Nacht. Ich will mal raus hier. Wo willst du denn hin? Weiß nicht. Kanada finde ich gut. Was willst du denn in Kanada? Du könntest dort genauso studieren. Ich will, klar, am Anfang müssen wir ein bisschen Geld verdienen, aber Quebec ist billig. Quebec? Ja. Sprechen die da nicht Französisch? Was hast du denn jetzt gegen Französisch? Du und deine durchgeknallten Ideen. Müssen wir nicht mal los? Was ist mit deiner Mutter? Kaffee kochen kann sie auch alleine. Wusste ich doch gleich. Mein Sohn braucht auch beim Versteckspielen ein Mindestmaß an Komfort. Komisch. Hallo, Fanny! Hallo! Die sind jedenfalls ganz in der Nähe. Vielleicht machen Sie einen Strandspaziergang. Dann warten wir. Drinnen. Das Badezimmerfenster lässt sich von außen leicht aufdrücken. Sie helfen mir rauf und ich ziehe Sie dann hoch. Wollen wir nicht lieber unten warten? Damit Sie uns wieder ausbüchsen? Au, au, au! Passen Sie doch auf! Sie verschwinden. Wir müssen doch einfach nur vernünftig mit ihnen reden. Sehen die beiden vernünftig aus? Was können Sie eigentlich machen, wenn die beiden hier auftauchen? Dann können Sie ja schließlich nicht mit Gewalt trennen. Da wird mir dann schon was einfallen. Aber mit vernünftig reden werden wir nicht weit kommen. Die sind hier im Haus. Lass uns einfach heiraten. Am besten heute oder morgen. So schnell wie möglich, nur wir beide. Ich will sie nicht dabei haben. Wie soll das denn gehen? Wir brauchen so viele Unterlagen und dann noch das Aufgebot. Ich habe schon einen Plan. Ich habe Durst. Können wir an der Tankstelle halten? Unter Ihrem Sitz müsste was liegen.
machen Sie denn? Ja, anders komme ich nicht dran. Möchten Sie auch Limo? Die ist aber warm. Später. Später. Gott. Boah, das Zuckerzeug, das klebt wie die Hölle. Gehen Sie doch einfach ins Wasser. Ins Wasser? Ich fürchte, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Gehen Sie richtig rein. Sie trocknen doch gleich wieder. Gibt's hier Haie? Im Meer gibt's immer Haie. Jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich habe noch nie von einer Haiattacke in dieser Gegend gehört. Was machen Sie denn? Was macht sie denn jetzt? Lisbeth! Kommen Sie zurück! Schwimmen Sie sofort zurück! Schnell! Seit 3 Minuten schrei ich mir hier die Seele aus dem Leib. Wie kein Hai. Das finden Sie wohl komisch, ja? Sowas macht man nicht. Ich hätte einen Herzinfarkt kriegen können. Was haben Sie überhaupt so weit draußen gemacht? Ich musste mal. Oh. Hier. Wir werden heiraten, auch ohne euch. Wir lieben uns. Die zwei können was erleben. Sagen Sie einfach nur zu allem Ja. Den Rest überlassen Sie mir. No, no, aspetta fuori, per favore. Ciao, Marco. Come stai? È un po' che non ci si vede. Beh, sì. Prego. Grazie. Allora, Lisbeth. Sie sind noch hier? Ich denke, Sie sind wieder in München. Das dachte ich auch. Ihr kennt euch? Kennen. Wie kann ich den Damen helfen? Marco, stell dir vor, mein Wagen ist gestohlen worden aus der Garage. Was? Das stimmt doch gar nicht. Nicht? Doch. Ich dachte nur, der ist in der Auffahrt. Ich habe ihn extra noch reingefahren, mitten in der Nacht. Wusste ich nicht. Da kann ich dir nicht viel Hoffnung machen. Kannst du nicht eine Fahndung ausgeben? Ich sehe, was ich machen kann. Ja, das kenne ich. Bitte, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Meine Tasche, meine große Tasche, die ist in dem Auto und das Geld ist mir egal, ja, aber die Ausweise und die alten Familienfotos, daran hänge ich so. Und wenn man die Diebe auf der Flucht erwischt, dann ist vielleicht noch alles da. Der kommt ganz oben auf die Liste. Mehr kann ich nicht machen. Hm? Gezeichen? Respekt. Um mein Haar hätte ich Ihnen auch geglaubt. Sind Sie eigentlich wahnsinnig? Unsere Kinder sind noch keine Schwerverbrecher. Besser, die beiden sind im Gefängnis als verheiratet. Wenigstens fragen hätten Sie mich können. Sie hätten Nein gesagt, garantiert. Das wissen Sie doch gar nicht.
Ich kenne Ihren Typ, Frau. Sie sind ein Gutmensch. Können keiner Fliege was zuleide tun. Und wenn es schwierig wird, überlassen Sie anderen die Drecksarbeit. Alles ist besser, als dass meine Tochter den Sohn einer so unmöglichen Person heiratet. Wie stellst du dir eigentlich unser Eheleben so vor? Wie meinst du das? Naja, die geborene Hausfrau bin ich ja wohl nicht, ne? Weiß ich doch. Naja, wenn ich an meine zwei Kaschmir-Pullover denke. Ach, selber waschen hilft? Willst du eigentlich Kinder? Klar, irgendwann schon. Kinder sind toll. Ich habe zwei kleine Neffen, mit denen spiele ich immer Fußball. Weißt du, wovor ich Angst habe? Bullen. Bullen! Ist vielleicht zu schnell? Weiß ich doch nicht. Schau mal ins Handschuhfach, da sind meine Papiere. Woher hast du das? Erzähl ich dir später, jetzt kurz weg. Luca, hat das was mit dem Geld zu tun? Nein, ich schwör dir, nein. Cos'ho fatto? Lasciatemi! Non ho fatto niente! Il mio nome è Luca Di Lauro. La macchina appartiene a mia madre, Carla Di Lauro. Silenzio! Luca? Sì, ho capito, va bene. Woher hast du eigentlich das ganze Geld? Das waren alles große Scheine. Hallo, ich rede mit dir. Das sind meine gesamten Ersparnisse. Warum fährst du denn Ersparnisse durch die Gegend? Dafür hat man ein Bankkonto. Der hätte von meiner Mutter Senke. Hey, jetzt lenk mich ab. Ich wollte in Pesaro ein Auto kaufen. Da ist heute Gebrauchtwagenmarkt. Heute? Ich dachte, wir heiraten heute. Das wusste ich ja gestern noch nicht. Silenzio! Luca! Marco! Eure Mutter hat eine Anzeige erstattet. Carlas Wagen wurde gestohlen. Fanny! Apri, vai, questo è Luca, mio nipote. Non è un delinquente, puoi aprire. Langsam wird Mama vergesslich. Wahrscheinlich ihr Alter. Ich habe ihr gesagt, dass ich mit Fanny einen Ausflug ans Meer mache. Aha. Warum kann ich mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wenn wir unsere eigene Wohnung haben, dann hat sich das, ne? Sie wird jeden Tag kommen. Ja, dann machen wir eben die Tür nicht auf. Fanny, verstehst du nicht? Ich pack das einfach nicht mehr. Luca, meine Mutter nervt mich auch. Diese Anzeige. Oh mein Gott, was sollen wir denn machen? Jetzt heiraten wir erstmal. Ich muss nur eine anrufen. Einfach so heiraten, das geht vielleicht in Las Vegas, aber hier doch nicht. Die müssen doch erstmal ein Aufgebot bestellen. Psst! Und als Ausländerin bräuchte Fanny doch ein Ehefähigkeitszeugnis, oder? Können Sie auch leise nachdenken? Dein Auto. Was? Wo sind Sie? Luca und Fanny? Hab ich wieder freigelassen. Wieso? Wieso? Das war eine Falschanzeige. Was ist los? Er hat mich nicht gefragt, ob er den Wagen nehmen kann.
Es geht dir nicht um den Wagen, oder? Nein, es ist... Fanny und Luca sind unterwegs, um zu heiraten. Das haben die einfach so beschlossen. Ohne zu fragen? Ja, ich finde das unmöglich. Verstehe. Unmöglich. Kannst du nicht doch eine Fahndung rausgeben? Das geht nicht. Luca ist erwachsen. Herrgott, da bittet man dich einmal um einen Gefallen. Kann ich einen Kaffee haben? Natürlich kannst du einen Kaffee haben. Sie haben Farbe bekommen. Da sind Sommersprossen auf Ihrer Nase. Ja? Danke. Was haben Sie gegen diese Oxide? Wie kann man denn nach 6 Wochen wissen, ob man zueinander passt? Manchmal weiß man das auf den ersten Blick. Hast du eine Ahnung, was Luca die letzten Wochen so getrieben hat? No. Ich habe einen Brief von der Universität gefunden. Er war seit Wochen nicht dort. Das Staatsexamen hat er auch nicht mitgeschrieben. Seine letzte Chance ist eine Nachprüfung nächste Woche. Wenn er die nicht mitschreibt, wird er exmatrikuliert. Kannst du nicht doch eine Fahndung rausgeben? Bitte, ich muss unbedingt mit ihm reden. Das kann ich nicht. Ich werde ein paar Telefonate machen. Gehen Sie mit mir essen? Das weiß ich nicht. Ich muss ja bald zurück nach München. Schade. Vabbè. Ma mi trova così poco tra... Che ne so? Was hat er gesagt? Ich melde mich. Ciao. Wiedersehen. Erwachsen, wie ich das schon höre. Warum haben Sie mir nichts davon erzählt? Sie hätten sich doch gefreut, geben Sie es zu. Ja, vielleicht. Sie haben Ihren Luca ja auch als echten Überflieger verkauft. Hat nur Prüfungsangst, das war schon immer so. Die Nonna, das ist es. Lukas Oma ist in ihrem Kauf so eine Art Bürgermeister. Sie hat das Recht, Ehen zu schließen. Oh. Ciao, Nonna. Carla ist hier. Ich bin's, Carla! Ja, genau. Sag mal, hat sich Luca bei dir gemeldet? Luca, mein Sohn! Nein, es ist nichts passiert. Ich muss ihn nur sprechen. Sprechen! Nein, das habe ich nicht. Also das muss ich mir wirklich nicht sagen lassen. Blöde Kuh. Ich glaube ihr kein Wort. Natürlich hat er sich bei ihr gemeldet, aber meine Schwiegermutter stellt sich abwechselnd taub oder senil, wie sie es gerade braucht. Vielleicht sollten Sie es nicht so persönlich nehmen. Ich nehme das nicht persönlich. Kommen Sie, wir fahren hin. Auf die Nerven. Ach ja? Das ist doch lange kein Grund, mein Handy kaputt zu schmeißen. Mann, dann schalt es beim nächsten Mal ab. Ich wollte einfach nur sagen, dass es mir gut geht. Sie macht sich Sorgen, verstehst du das? Das Einzige, worum sich deine Mutter Sorgen macht, ist sie selbst. Das gilt vielleicht für Carla, aber nicht für meine Mutter. Ach ja, und warum war sie denn mit auf der Polizei?
Entschuldige, es... Aber das Klingeln macht mich einfach nervös. Ich kaufe dir ein neues, sobald wir in der Stadt sind, okay? Aber vielleicht kannst du dann was anderes als Don't Worry, Be Happy für Lisbeth einstellen, okay? Hey, es ist denn jetzt so schlimm? Was? Wir haben uns heute das erste Mal gestritten. Und ich habe mir meine Hochzeit auch ein bisschen geplanter vorgestellt. Mit Kleid. Mit Feier meiner Mutter. Das ist ja ein besonderer Tag auch für sie. Natürlich werden wir eine Feier haben. San Clemente, komisch. Haben wir eine Karte? Wo? Im Handschuhfach, in den Rückenlehnen, wo auch immer. Schauen Sie einfach. Seien Sie doch nicht immer gleich so patzig. Ich frage, ob wir eine Karte haben und Sie fragen mich, wo. Wenn ich das wüsste, hätte ich es gesagt. Sie können doch auch mal selber denken. Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte nicht einfach so in fremden Handschuhfächern wühlen. Was glauben Sie, werden Sie dort finden? Oh. Von wem ist das? Von Paul. Vielleicht in der Rückenlehne. Pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Es müssten jetzt etwa noch 60 Kilometer bis Monte Dale sein. Sollen wir mal eine Pause machen? Nein, Sie fahren weiter. Ich? Ja, Autofahren werden Sie ja wohl können. Ja, schon, aber schlecht, hat mein Mann auch schon immer gesagt. Ihr Mann? Ich dachte, Sie sind geschieden. Ja. Ja, dann sprechen Sie nicht von Ihrem Mann. Es ist mindestens 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Oh Gott, ich fahre doch lieber selber. Nein, ich schaff das. Hallo? Lisbeth? Wenigstens noch ein Handy hätten. Hast du bloß den Schlüssel stecken gelassen? Du
warst noch im Auto, da ziehe ich doch nicht den Schlüssel ab. Ja, kann ja sein, dass der Wagen im Weg ist und man umparken muss. Umparken? In dieser gottverlassenen Gegend! Wo willst du denn hin? Der nächste Ort liegt in dieser Richtung. Aber Pian de Mileto ist doch viel näher. Nein! Ich kenne mich aus in der Gegend. Ja, dann geh doch nach Piano Dings da. Ich geh nach Calzoppo. Dann gib mir die Karte. Ich denke, du kennst dich so gut aus. Die Karte gehört nicht dir. Ach so. Ja. Gut. Die Kreuzung liegt genau hier. Bitteschön. Mein Gott, bist du stur. Langfall. Lucatino, Piccolo mio. Deine Mutter hat angerufen. Ciao. Ciao. Ciao, Leute. Das ist Fanny, meine Verlobte. Ciao. 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 Wir brauchen deine Hilfe. Ist sie eine Deutsche? Ja, Carla spinnt wegen ihr rum, du kennst sie ja. Große Liebe, hm? Stammt ja noch aus den 50ern. Vielleicht ein bisschen weit, weil ich... Frau Wallo. Lupaiolo? Steig schon ein. Denk gar nicht dran. Es sind noch 16 Kilometer bis zum nächsten Ort. Io mi chiamo Emidio. Lisbeth. Kein Problem, leg sie einfach wieder weg. Brutto schifoso! Jetzt warte doch mal, ich kann nicht so schnell. Wo bist du denn schon wieder hin? Nach Hause. Das kannst du nicht machen. Diese ganze Suche ist doch sinnlos. Die beiden laufen vor uns davon. Willst du das wirklich? Es ist alles nur Fannys Schuld. Seitdem sie aufgetaucht ist, erkenne ich Luca nicht wieder. Du kannst nicht ewig die Frau an Lukas Seite sein, Carla.
Und was ist mit dir? Ich will nur nicht, dass Fanny sich unglücklich macht, nur weil sie Liebe mit Sex verwechselt. Mein Sohn hat auch andere Qualitäten. Dann gefällt mir auch überhaupt nicht, wie sie an seinen Lippen hängt und alles für Gold hält, was er von sich gibt. Die beiden sind verliebt. Was erwartest du? Oh. Deswegen muss man ja nicht komplett seinen Verstand ausschalten. Doch, genau das muss man. Ich habe meinen Mann nach 7 Jahren geheiratet. Ja, und jetzt bist du geschieden. Ja bitte, dann geh doch. Fahr nach Hause, lass mich hier allein. Entschuldige, es tut mir leid. Scheiße! Da bist du ja. Was ist denn mit deinen Füßen? Kostet. Ja, willst du auf der Straße übernachten? Hättest mich wenigstens fragen können. Und das sagt die Richtige. Besser? Viel besser. Was? Das sieht so dämlich aus. Hey. Hey. Du siehst toll aus. Findest du? Danke. Ich muss noch was erledigen. Wieso? Ich dachte, die Nonna kümmert sich um alles. Du darfst die Braut nicht sehen, das bringt Unglück. Komm, komm. Er muss noch zu Don Michele. Und du bleibst hier. Warte. Oh, ich meinte, ich sollte Luca einfach mal fallen lassen. Der Junge weiß überhaupt nicht, wie gut es ihm geht. Hat Paul Kinder? Nein. Und dann sagt sich sowas leicht. Wie lange bist du eigentlich schon mit ihm zusammen? Wie kommst du denn darauf? Ich habe euch gesehen. Hä? Ja, in deinem Haus sehen alle Türen gleich aus. Ach. Seit 6 Jahren. Wie? Und keiner weiß was davon. Luca hing sehr an seinem Vater. Er würde einen anderen Mann nie akzeptieren. Bist du sicher? Ganz sicher. Und jetzt? Da lang? Ich habe das Thema Männer schon längst abgeschrieben. Warum? Du siehst doch gut aus. Ich? Wer will mich denn schon sehen? Naja, du könntest vielleicht ein bisschen mehr aus dir machen. Nach der Scheidung, da hätte ich schon gern jemanden kennengelernt. Aber jetzt? Wenn Fanny mal aus dem Haus ist, da würde ich gern mehr reisen. Fanny ist aus dem Haus. Hey, was ist denn? Manchmal fühle ich mich so allein. Ich fange schon an, mit mir selbst zu reden. Irgendwann werde ich so eine verschrobene alte Frau sein, die nur noch sich um sich selber dreht und keinem mehr zuhören kann. Das ist schlimmer als lebendig begraben. Das ist doch Unsinn. Du hast immer noch deinen Paul. Was ist das? Das ist ein Hund. Ja,
Ich kann das Kleid doch auch ausziehen, dann müssen Sie sich nicht bücken. Hm? Auch finito. Au, au! Scusa. Wo ist denn eigentlich Luca? Der ist schon seit 3 Stunden weg. Der kommt, der kommt. Große Liebe? Mhm. Oh, ich will jetzt nur noch duschen und meine Beine ausstrecken. Hm. Oh. Ah. Was machen wir denn jetzt ohne Geld? Oh. Ah. Ciao, Piccolo. Sai se c'è un albergo qua? Was hast du gesagt? Ob es hier ein Hotel gibt. Hotel? Oh. Sie will uns kein Zimmer geben? Nee. Naja, so wie wir aussehen. Ach so. Potrei fare una telefonata. Ah. Noch eine Runde, der will abkassieren. Hoffentlich kommt Margot bald. Ist er eigentlich verheiratet? Geschieden. Er hat sich riesig gefreut, als ich ihm gesagt habe, dass du mit ihm ausgehst. Was? Na, einmal ausgehen. Er ist lustig, wirklich. Siehst du das? So sieht die Wahrheit aus. Die Hälfte plus 8. Hä? Ja, wie alt schätzt du den? 60. Ja, und sie? Mitte, Ende 30? Ja, und? Stimmt, die Hälfte plus 8. Ah. Das wie Kassiden? Marco, das ist nicht witzig. Ja, ich weiß. Ich habe euch gewarnt. Willst du was trinken? Muss ich bezahlen? Auf jeden Fall. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe ein Zimmer gebucht für euch. Oh, gut. Sie auch nicht schlafen? Ich habe den Wagen gefunden. Wo? Ich zeig's Ihnen. Oh. Ja, das ist er. Aber ich bin hier nicht zuständig. Wir müssen die Polizei von hier rufen. Das dauert zu lang. Wir können ihn doch einfach zurückstellen. Ich bin Polizist. Dann werden Sie ja wohl wissen, wie man sowas kurz schließt. Natürlich. Aber das geht so nicht. Wir rufen meine Kollegen von der Sondereinheit. Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, dove vai? Komm hier, mi. Mannaggia la miseria. Ma come cavolo si fa? Aspetta.
Auf was hab ich mich da eingelassen? Hören Sie auf zu meckern. Oh, das ist ja meine Handtasche. Und mein Handy. Komm schon. Dove si piazza? Piazziamo fuori dall'Italia. Marucci, come siamo? Vedi. Vabbè. Ok, dai. Ok. Vabbè. Sono una? Sì, al momento sì. Come hai messo? È messa molto bene. Ehi, stai cercando Luca? Sì, dov'è? È dentro. Grazie. Dai. Dai, Roberto, 300. Dai, Luca. Check. Was machst du da? Ich. Wie ein bisschen gezockt, ist lange her, dass ich die Jungs gesehen habe. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich habe heute Nacht fast 2000 Euro gewonnen, schau mal. In Quebec kenne ich ein paar coole Leute, die können uns eine billige Wohnung verschaffen. Wieso Quebec? Naja, Kanada ist nicht Italien und nicht Deutschland. Da müssen wir beide neu anfangen. Ist gerecht. Ich will aber gar nicht nach Quebec. Mir gefällt sie in Italien. Mann, ich dachte, wir hätten das geklärt. Du hast das vielleicht für dich geklärt. Willst du mich nur heiraten, weil dir Italien so gut gefällt? Es tut mir leid. Ich dachte, dir gefällt die Idee mit Kanada. Und was ist mit der Uni? In Quebec kannst du wieder von vorne anfangen. Mann, scheiß Jura habe ich geschmissen. Was? Wann denn? Schon vor ein paar Wochen. Aber du warst doch die ganze Zeit dort. Wo warst du denn die ganze Zeit? Im Internetcafé. Was glaubst du, weil das viele Geld ist? Du hast die ganze Zeit gezockt? Mann, ich will hier weg. In Quebec kann man billig leben. Wir kriegen das hin. Hey. Hauptsache, wir haben uns. Hm? Du hast doch gar keine Ahnung, wie es ist, jeden Cent zweimal umdrehen zu müssen. Geht es jetzt nur um die Kohle? Nein, Luca. Ich will mich einfach auf dich verlassen können. Thank you.
raus, bitte. Warum hast du mir das mit der Uni nicht erzählt? Es... Ich dachte, du bist sauer. Meine Mutter hat mich in das Studium reingedrängt. Ich hab's gehasst. Das musst du nicht mir erklären. Ich bin nicht Carla. Lass uns weggehen. Bitte. Fanny, verdammt nochmal, was soll denn das mit dem einschließen? Ich liebe dich. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen, Luca. Mama? Fanny? Was ist denn los? Weinst du? Du musst kommen. Ich bin in Frontone bei Lukas Oma. Ja, ich komme. Marco, wach mal auf. Marco, ich muss gehen. Lisbeth. Wo warst du heute Nacht? Und wo kommt das Auto her? Peter. Was ist mit Marco? Komm. Moment mal. Erzähl ich dir unterwegs. Er ist weg. Habt ihr euch getrennt? Was ist denn passiert? Wir haben uns gestritten, weil ich nicht mit nach Quebec wollte. Wieso Quebec? Quebec ist 6000 Kilometer weit weg von dir. Du hast ihm doch gar keine Luft zum Atmen gelassen. Komm, Mama, wir gehen. Na ja, am besten zieht sie jetzt mal das Kleid aus. Aus der Wohnung holen. Warum denn das? Ich kann nicht, verstehst du? Da erinnert mich alles an Luca. Ich will keinen Tag länger hier. Ich hasse ihn. Nein, diesen ganzen Mist hier. Ich will nur nach Hause, Mama. Also gut. Wie hast du dich als Kind schon immer versteckt? Ich habe den Brief von der Uni gefunden. Ach, hast dich mal wieder in meinem Zimmer umgesehen? Tut mir leid. Was tut dir leid? Das mit dem Studium oder dass du geschnüffelt hast? Luca, wir müssen reden, so geht das nicht weiter. Ich wollte immer, dass du stolz auf mich bist. Du hast dir immer gewünscht, dass ich meinen Papas Fußstapfen trete, aber ich kann das einfach nicht, verstehst du? Aber ich bin stolz auf dich, wahnsinnig stolz. Mein Gott, sei doch nicht so naiv. Du weißt nichts von mir. Ich habe dich wochenlang angelogen. Au. Alles okay, Mama? Hm. Nee, gar nichts ist in Ordnung. Das ist doch alles Mist, Fanny. Guck mal, du hast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nach Italien zu können. Und dann hast du wie eine Wahnsinnige Italienisch gelernt, damit du dieses Stipendium bekommst. Und jetzt willst du auf einmal alles hinschmeißen, nur weil es ein bisschen schwierig wird. Ich dachte, du freust dich, wenn ich wieder zurückkomme. Komm mal her.
Fanny, du bist meine Tochter und ich liebe dich über alles. Aber als Mitbewohnerin wirst du mir langsam zu anstrengend. Wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Bad auch so eine lustige Kondomdose steht, da wird mir ganz anders. Mama, die habe ich doch schon ewig, die stand nur in meinem Zimmer. Siehst du, genau das meine ich. So genau will ich das gar nicht wissen. Bist so uncool. Was bitte ist denn daran uncool? Ja. Mama, wo willst du hin? Da müsst ihr jetzt alleine durch. Nonna hat dem Pfarrer vorsichtshalber noch nicht abgesagt. Ich glaube, mit dem Heiraten haben die beiden es nicht mehr so eilig. Und? Was hast du jetzt vor? Mal sehen. Bleib da noch ein paar Tage. Kannst bei mir wohnen, hm? Nö, lieber nicht. Die 2 Tage mit dir, die haben mir eigentlich schon gereicht. Bin ich wirklich so schlimm? Viel schlimmer. Nun das Heiligtum. Lisbeth! Oh, Mini, subito! Komm mal bitte, die Polizei ist unten für dich. Na komm. Marco! Warum hast du mich nicht geweckt? Oh, das habe ich versucht. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Allein im Bett. Nackt dieser Nacht. Glaub ja nicht, dass du irgendwelche Ansprüche hast, nur weil wir ein bisschen Spaß hatten. Spaß? Ich hab mich verliebt. Mama, habe ich da was verpasst? Und du regst dich über meine lustige Dose auf, ja? Nee, ich habe mich nicht über deine Dose aufgeregt. Ich möchte sie nur nicht in meiner Wohnung haben. Was ist das für eine Dose? Oh, fängst du auch schon damit an? Paul, was machst du denn hier? Ja, die Polizei hat mich angerufen wegen meinem Cabrio. Ach so. Ja, ich verstehe das alles nicht. Setz dich doch erst mal. Luca, ich muss dir was sagen. Es liegt mir schon lange auf der Seele. Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben. Ich habe es bisher nicht fertiggebracht, es dir zu sagen wegen Papa. Habt ihr Schluss gemacht? Wie, du weißt das mit uns? Natürlich, schon lange. Prost. Ciao. Ob das gut geht? Nicht unser Problem. Aber wenigstens ist Payback vom Tisch. Und jetzt? Wir können doch wieder ins kleine Hotel fahren, war doch lustig dort. Damit sie uns das Auto wieder klauen? Ja, woanders hin, mir egal. Und was ist mit Marco? Was hat Zeit? Na los, ich fahr. Na jetzt komm mal in die Gänge. Ja, ist ja gut.